Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Spiel. Und zwar Harrys neue Augen, ein super lustiges Spiel von Dedelic. Und soll ich mal sagen, fangen wir doch gleich mal an, aber zuvor muss ich den Ton leiser machen, weil mir sind vorher gerade fast die Ohren explodiert. So. Ja, das müsste eigentlich soweit passen. Hoffe ich mal. Okay, dann. Na gut, hat er natürlich auch nicht irgendwie gespeichert, weil ich aus was für Gründen. Ich muss mal kurz was gucken, Leute. Einen Moment. Erster Modus, Vollbild, Dingenskirchen, nein. Inventar. Nein, das suche ich aber nicht. Ah! Okay, egal. Dann spielen wir jetzt einfach mal. So. Ist ja immer noch so laut. Ah! Naja, egal. Ich hoffe, ihr hört mich. Etwas Trost, denn du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Das werden wir gleich haben. Es wächst wieder zusammen, es lässt sich alles nicht schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen sind es doch nur ein paar Schrammen. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken. Weil ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein.
Harvey! Wuhu! Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kindern nicht bluten sehen. Harvey! Die geile Sau. Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Das ist durchaus schade. Es wäre eine gute Geschichte geworden. Mit unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum. Aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Lilly, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Aber genug davon. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lilly harkt fröhlich singend Laub im Garten. Lilly, wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird? Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. Wie geil. Das ist aber eine schöne Klosteroma. Oh, hey, Edna. Ach, da bist du. Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätterkehren verdonnert? Aha. Langweilig und unnötig obendrein. Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdelü. Schaukelbaum? Geil, da müssen wir hin. Oh, Amelie. Was ist das denn? Immer wieder hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Wollt ihr das Tutorial spielen? Ja, würde ich mal sagen, hauen wir mal rein, diesem netten Polizisten mit dem langen Finger. Das sieht irgendwie falsch aus, aber okay. Ihr habt euch dazu entschlossen, das Tutorial zu spielen. Das ist sehr vernünftig. Das ist sehr vernünftig. Da ihr aufgepasst habt, wisst ihr auch, dass der Klostergarten vom Laub befreit werden muss. Die Harke hat Lilly bereits in der Hand. Oho. Der Cursor zeigt dementsprechend das Bild einer Harke. Um zu erkennen, wo Lilly harken kann, ohne dabei das Gesicht eines Mitschülers zu zerkratzen, reicht ein Druck auf die Leertaste. Probiert es doch einmal aus. Leertaste? Ich habe immer... Na, da schau her! Die roten Augen zeigen an, welche Objekte benutzbar sind. Ah. Offenbar gibt es drei Laubhaufen, die Lilly mit der Harke benutzen kann. Zieht einfach den Cursor über einen der Haufen, bis der Name des Objekts daneben erscheint. Nun könnt ihr die Aktion mit einem Linksklick auslösen. Aber Vorsicht! Unfälle passieren so schnell. War der lange Finger auch ein Unfall oder ist es ein Geburtsfehler? Bravo! Ihr habt den ersten Schritt getan, Juhu! Um jemandem eine tiefe Fleischwunde zuzufügen. Oh. Aber noch ist die Arbeit nicht getan. Beendet den Auftrag der Oberin. So schwer kann das ja nicht sein, oder? Wer weiß. Wo sollen wir das Laub eigentlich hinkehren? Was macht Lilly da? Jetzt kehrt sie es wieder zurück. Hallo? Lilly? Lilly? Jetzt kehrt sie es wieder zurück. What? Ja, Spaß am Laubkehren hat sie auf jeden Fall, die gute Lilly. Boah, geil, wir können auch die Steinplatten kratzen. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Boah, geil, nochmal.
Das ist ja nicht zum Aushalten. Lilly, jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Wie geil. Luna wieder überschätzt. Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Egal. Ich habe zwei neue Aufgaben für dich. Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst du das hin? Aha. Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist, der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was einfallen, um sie ein für alle Mal loszuwerden. Also noch einmal, für die ganz Unfähigen. Erstens, Beete umgraben. Zweitens, den Schaukelbaum von Termiten befreien. Und wehe, du machst das nicht ordentlich. Na ja, geil, die Beete im Hintergarten. Hoppla. Sie hat die Harke zwar nicht mehr in der Hand, aber sie trägt sie noch bei sich. Wenn ihr sie noch einmal benutzen wollt, findet ihr sie in Lillys Inventar. Geht mit dem Mauszeiger an den unteren rechten Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Gebt Acht, dass ihr euch nicht die Finger einklemmt. Amputationen sind so eine unerfreuliche Angelegenheit. Damit kennst du dich wahrscheinlich aus mit deinem Riesenfinger da, oder? Gut. Klickt nun mit der linken Maustaste auf das Harkensymbol, um die Harke wieder in die Hand zu nehmen. Ihr könnt die Harke nun jederzeit mit anderen Objekten verwenden, auch mit anderen Besitztümern. Wenn ihr fertig seid, benutzt die rechte Maustaste, um die Harke vorsichtig zurück ins Inventar zu legen. Ein Wollknäuel? Cool. Aha. Jetzt, da Lilly von ihrer ersten Pflicht befreit ist, wird es Zeit, sich mit den grundlegenden Spielmechaniken vertraut zu machen. Mit der linken Maustaste könnt ihr Lilly hingehen lassen, wohin ihr wollt. Wo immer Lilly einen Ort verlassen kann, verwandelt sich der Cursor in einen Pfeil. Folgt zunächst Edna in den Hintergarten. Der Ausgang befindet sich an der rechten Bildschirmkante. Aber Vorsicht! Der Pfeil ist spitz. Ernsthaft jetzt? Oh mein Gott, es ist ein spitzer Pfeil. Rette sich, wer kann? Auch bei der Gartenarbeit gilt, Augen auf. Immer wenn Lilly mit einem Objekt interagieren kann, verändert sich der Cursor. Die meisten Gegenstände lassen sich ansehen. Dann erscheint ein Auge auf der rechten Hälfte des Cursors. Klickt mit der rechten Maustaste, um diese Aktion auszulösen. Probiert das doch einmal bei der Komposttonne aus. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Ja, unbedingt. Es gibt viele Gegenstände, mit denen man interagieren kann. Immer wenn ein Objekt direkt benutzbar ist, wird ein entsprechendes Symbol in der linken Hälfte des Cursors angezeigt. Ihr könnt Lilly zum Beispiel vorschlagen, die Reifenschaukel zu benutzen. Ob das allerdings so eine gute Idee ist? Hey komm, lass machen. Guck mal hier. Die Reifenschaukel baumelte einladend an einem termitenzerfressenen Ast über dem Abgrund. Ja, perfekt. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Ja, go, go. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Oha. Na, das ist ja noch einmal gut gegangen. Neben der Hand, die für Benutzen, aber auch für Nehmen oder Essen, Trinken steht, gibt es auch eine Sprechblase für Reden. Der Computer wählt das passende Icon von alleine aus. So ist jederzeit gewährleistet, dass Lilly weder in ein Hornissennest greift, noch Reißzwecken ist. Wo ihr schon mal hier seid, redet doch kurz mit Lilly. Hoppla!